Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Pläne zu. Ich sehe gerade hier oben, dass die Gabelböcke schon wieder, sagen wir mal, was nicht so Feines versuchen. Aber wir haben es natürlich gleich gecheckt. Wir haben ihr schon Verhütungsmittelchen gegeben. Von daher passt das eh, wie es läuft. Wir haben auch wieder zwei Besucher. Ich würde den Ausblick auf die Tiere als okay bezeichnen. Das war ein gutes Getränk. Von hier aus ist das Tier gut zu sehen. Man merkt leicht, dass ich bei der Planung Gedanken gemacht habe. Amerikanisches Bison. Das widerspricht sich irgendwie. Schön viel Platz zum Herumlaufen. Ich bin total aufgeregt. Wie viel hast du schon ausgegeben? Deine Hälfte des Geldes. Komm, den Rest wollen wir auch noch. Und Taha muss aufs Klo. Muss aufs Klo. In diesem Zug gibt es nicht viel zu... Ich bin froh. Okay, das widerspricht sich auch. Ich muss aufs Klo. Aber bin froh, dass der Toilettenblock nicht kostet. Hä? Also, bist du sauer, weil wir kein Klo haben, aber bist froh, dass das Klo nichts kostet. Ich bin total okay damit. Ich versteh's bloß nicht. Ganz ehrlich, ich versteh's nicht. In diesem Zug gibt es nicht viel zu... Alter, du läufst doch gerade eine Rundkurs. Lauf den 10-mal und dann bist du fertig. Oder erweiter ihn einmal hier rum. Klar, er ist noch klein. Aber klein ist fein. Und wir haben auch noch nicht so viel Geld. Wir müssen uns ja mal darauf vorbereiten jetzt, ne? Deswegen, ja, ich hab das doch schon 3000 Mal gesehen. Die können gern machen, was sie wollen. Gesichert ist er ja. Der Hengst ist halt nicht gesichert, aber das ist ja das Wichtigste. Der Hengst soll ja, ne? Viel machen. Und du bist, alt. So, wir haben hier den Toilettenblock. Aber was ich vorhin gelesen habe, ich hab natürlich die Sachen schon mal geöffnet gehabt. Dass er sich beschwert hat, dass wir keine Bankautomaten haben. Und da hat er eventuell recht. Wir haben keine Bankautomaten auf diesem Gelände. Und deswegen würde ich sagen, so ein Bankautomat ist essentiell. Deswegen gibt es erstmal einen Bankautomaten hier. Und an allen wichtigen Positionen, also neben dem Klo zum Beispiel, gibt es auch nochmal einen. Vorne am Eingangsbereich, natürlich sobald du reingehst, solltest du auch die Möglichkeit haben, dir noch ein bisschen Knete abzustauben. Haben wir denn noch irgendwo eine Position, wo es sinnvoll wäre? Eigentlich aktuell nicht, ne? Dann ist die Frage, dieses Teil steht hier wohl immer noch zu nah. Negativer Einfluss. Also wir reden gerade von der Hälfte der Strecke, die hier negativ beeinflusst wird. Was ich kacke finde, weil ich mir voll die Mühe gegeben habe, dass das gut aussieht. Von außen schaut es ja echt super aus. Man könnte eventuell den Zugang zumachen. Ja. Aber es schaut trotzdem gut aus. Ich finde, dann ist ein Untergrundrauschen auch mal zur Abwechslung okay. Aber egal, dann würde ich sagen, tun wir aber hier Lautsprecher hinstellen. Musiklautsprecher. Wir übertönen einfach das Brüllen. Weißt du, dir brüllt jemand voller Schmerzen, weil er sich am Elektrozaun vielleicht irgendwie wehgetan hat. Wir ballern einfach die Musik raus. So schaut's aus. So. Zwei fette Musiklautsprecher. Und die sollen natürlich, wie wär's mit Bergkenias, ach so, ups. Bergkenias sollen beide mal brüllen. Und dann spielen wir es mal ab. Würde ich lauter, schade. Okay, hier wird unser Tier betrachtet. Und wie geht's unserem König Löwen, Löwenkönig, Gebönst, Dings, die Straße taugt mir absolut nicht. Auch wenn es ja okay ist, weil eigentlich... Da läuft er. Ich liebe dieses Tier einfach, das ist so schön. Schaut, wie er sich freut. Er hat so viel Gelände.
Eigentlich müssten wir für ihn schon mal schauen, ob es aktuell noch ein Weibchen gibt. Haben wir eigentlich mittlerweile... Alter, der ist... Also, ich muss schon lassen, es ist ein geiles Tier. Königslöwe. Wo ist er denn? Königslöwe, Königslöwe. Löwenkönig? Wie hieß der? Königstiger, da war er doch. So viel habe ich nicht. Aber die bräuchte ich, Mann. Geht's dir gut? Muss ich einen Tierarzt für dich rufen? Bro? Geht's dir gut? Naja, scheint dir gut zu gehen. So? Veterinärforschung. Haben wir... Ihr habt die gelbe Anaconda fertig gemacht. Super, dann könnt ihr euch nämlich mal bitte auf ihn hier konzentrieren. Der wäre jetzt ein bisschen wichtiger. Wie geht's mit der Technikforschung voran? Ja, Barrieren werden immer besser. Weil wir können erst für den... Nyala erwartet Nachwuchs. Ah! Das ist gut! Wie kannst du eigentlich deinen fetten Körper auf diesem... Wird die eigentlich auch breiter? Also wird die visuell schwanger? Nee, oder? Aber, au! Das tut doch weh! Okay, ich laber schon seit 7 Minuten hier schon wieder im Video rum. Ich sollte vielleicht mal... Oh, warte mal, hä? Züchte ein neues Gehegentier. Oh, habe ich sogar zwei... Was? Ich habe 2 gezüchtet? Also ich würde erstmal für das Gehege einen Techniker rufen lassen. Techniker rufen. So. Dann, den ist ja alles komplett wurscht. Das ist ja das Geilste. Und wie viele Tiere leben jetzt hier? 3. Baby lebt auch hier. Na, ich will zum Baby. Das ist putzig. Aber ich lasse mich schon wieder ablenken, ne? Leidet unter was? Sozialverhalten? Stress? Hey, ich habe euch einen geilen Unterstand gebaut. Kommt damit klar. Alter, jetzt macht ihr mir echt kurz Angst. Gehege. Plan. Ich habe keinen Plan. Ich sollte aber einen haben. Denn was ich gerne machen würde, wäre... ungefähr hier eine Abzweigung zu machen. Also auch kein großes Gehege nochmal. Sondern eher hier nochmal eine Gehegewand hinsetzen. Und hier ein Gebäude hin. Wo man in den Wasserbereich von dem... Ja, wie sagen wir es denn jetzt? Von unserem Alligator. Weil wir haben ja noch den Alligator, ne? Oder? Eigentlich, rein theoretisch, sollte man ihn noch haben. Den ist Leistenkrokodil. Tier kann nicht freigelassen werden? Ach so, das kann nur ein Zoo sein. Ja, ja. Bedeutet, wir müssten rein theoretisch hier eine Absenkung machen, wo wir das Gebäude reinsetzen, oder? Oder verstehe ich dabei jetzt komplett falsch? Also ich will es auch nicht so tief machen unbedingt. Wir müssen es nur irgendwie versuchen. Bison wird bald Nachwuchs bekommen, das ist toll. Ich muss gerade bloß versuchen. Irgendwie das nicht zu verkacken. So, und dann abglitten, ne? Also Stärke kann 100% sein, aber die Fläche sollte eventuell ein bisschen runter reduziert werden. Hürde sehr schräg.
wollte eine gerade Fläche hier erzeugen. So. Weil das wird ja das Problem an diesem Gebäude sozusagen sein. Dass dieses Gebäude sich halt tiefer befinden muss, weil ich würde gerne das hier ausheben. Ja, das ist doch wurscht, wenn er zu günstig ist für sie. Freut euch, seid happy drüber. Und seid einfach happy damit, dass es so billig ist. Bedeutet, wir gehen dann hier rein mit dem Weg. Und der Gabelbock parkt sich wieder, gut. Und bauen dann hier eine Glasbarriere hin, ne? Ich weiß bloß nicht, wie gut es ist, wenn es Widerstandsgrad 1 hat, ne? Mein Plan wäre halt ungefähr so. Kürze machen. Ungefähr. Da müssen wir dann die Höhe noch anpassen, dass es gleich hoch wäre. Wenn sich aber sozusagen das Gebäude hier drüber erstreckt. Und dann kannst du sozusagen hier unter Wasser gucken, wenn das Leistenkrokodil mal unter Wasser geht. Bedeutet auch wieder, dass wir eigentlich das Gelände... Warum gibt es denn eigentlich nur einen runden? Warum kann ich das Gelände nicht ändern? Tu mal die wieder weg. So. Ich probiere das jetzt. Gelände... Nee, Gelände. Ein Leistenkrokodil braucht Wasser. Und das soll das Tier jetzt auch bekommen. So. Bloß habe ich noch absolut keinen Plan, wie ich das am schlimmsten mache. Gelände abflachen. Okay, das war eventuell dumm. So rein theoretisch, oder? Oder nicht? Also wenn wir das so machen, dann hat das Gelände von hier vorne aus einen super Übergang. Oh, rein theoretisch. Die Frage ist eher, wie gut funktioniert das am Ende, ne? Also wie gut kommen wir von dort nach da und können eine Wasserbarriere setzen? Weil mit Wasserbarrieren setzen, das weiß ich, das funktioniert. Aber warum kann ich jetzt zum Beispiel meine Barriere hier nicht mehr gescheit machen? So. Das machen wir jetzt mal von vorne. Gehege. Nee, Barriere. So. Barriere. Glas. Weil du willst ja unter Wasser gucken können. So, und dann tun wir aber nur ein kurzes Stück. Oder sagen wir ein 10 Meter Stück. Alter, gib mir noch ein 10 Meter Stück. In die Richtung. Oh. Ja, Forschungsschaltung schauen wir gleich an. Ich muss nur einmal bitte in die Richtung auch nochmal so ein Stück haben. Und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ja, außer dass der 30 Grad daneben liegt. So. Das schaut besser aus. So.
Rein theoretisch kann ich das jetzt dann unter Wasser setzen. Barriere bearbeiten und dann müssen wir die Höhen anpassen. Aber da kann ich ja gleich die Höhe einstellen, ne? Oberfläche variierend und Oberfläche anpassend. Oberfläche flach und nach unten anpassbar. Oben flach. Pfostenlänge variiert, um das obere Ende der Barriere flach zu halten. Ich bräuchte eine andere Höhenangabe, das wäre eher schlau. Weil ich kann das jetzt genauso gut erhöhen, so viel ich will. Wissen, ob das zu hoch ist oder nicht, tue ich jetzt auch wieder nicht, ne? Gabelbox ist erwachsen, ja, ja. Ich bin gerade anderseitig beschäftigt, weil ich nicht weiß, wie ich diese Höhen einstellen kann. Ich will doch eigentlich nur sagen, ich kann die Tiefe variieren. Ist eventuell hier gar nicht doof, wenn ich die Tiefe ein bisschen nach unten setze, einfach zur Sicherheit. Am Horizont ausrichten. Nee. Nee. Relative zum Meeresspiegel. So, jetzt haben wir's. 240. Nee, 47. Bedeutet, wir müssen hier auf die 47 runter. Da war sogar noch zu tief. Ich bin gerade erstaunt. So. Hätten wir das schon mal. Und dann, an angrenzender Höhe, wo waren das jetzt wieder, hä? Oh oh. Wo ist denn das mit der Meereshöhe eigentlich? Ah, hier. Genau. Und jetzt können wir... hier vorne eine Glaswand erstellen. Aber das Geilste wird jetzt die Abteilung hier. Bedeutet, wir tun jetzt hier noch auf Gelände. Was ist jetzt schon wieder? Wird sich bald paaren. Ah, nice. Glätten. Und jetzt tun wir hier ins Gelände ein ruhiges Wasser rein. Und zack, können wir unter Wasser sehen. Das war der Plan der Anlage. Aber den Rest setzen wir in der nächsten Folge um. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!